Herzlich willkommen zum 16. Webinar betreffend unseres neuen CMS. Heute möchte ich Ihnen die Verwendung von Google Web Fonts, Fullpage-Hintergrundbilder und Visited Links kurz zeigen. Als erstes, was sind eigentlich Google Web Fonts? Dazu gehe ich jetzt auf www.google.com/Webfonts. Und hier sehen wir, dass Google mittlerweile über 400 Schriftarten anbietet. Als ich gestern noch hineingesehen habe, waren es 436. Heute sind es mittlerweile 444 Schriftarten, die Google zur Verfügung stellt. Diese Schriftarten können Sie ab jetzt ganz einfach in Ihre Website-Box übernehmen. Somit sind auch in der Schriftgrafik beinahe keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Zu beachten ist aber bitte, dass nicht alle Browser alle Schriftarten richtig darstellen können. Somit sollten Sie auf alle Fälle eine Standardschriftart, zum Beispiel Arial oder Verdana, als Ersatzschrift wählen. Für den Einbau in der Website-Box brauchen Sie nur die Bezeichnung der Schrift, die hier unten angeführt ist, also keinerlei Code oder sonst etwas. Ich wähle mir heute hier für die Diplomata, die werde ich wählen, oder so eine andere, die Diplomata SC. Ich kopiere mir einmal hier diese Schriftart, die Bezeichnung dieser Schriftart und gehe als nächstes dann wieder auf unsere Demo-Umgebung. Also hier auf der Seite von Google Web Fonts erhalten Sie Informationen über diese Schriftarten und hier können Sie die Bezeichnung der von Ihnen ausgewählten Schriftart herunternehmen. Also Sie brauchen nur den Namen der Schriftart, sonst nichts. Ich gehe jetzt wieder auf die bekannte Demo-Umgebung für unsere Übungen und wir sehen auch hier im Grunde genommen noch Reste von den letzten Webinaren, zum Beispiel diesen News-Sticker. Also bitte lassen wir uns nicht von dem abhalten. Wir wollen jetzt diese Google Web Fonts, in meinem Fall die Diplomata SC, in die Website-Box einbauen. Dafür melde ich mich im System wieder an. Gehe danach in den Menüpunkt Administration, Layout Design und hier dann in das Feld der Grundeinstellungen. Hier nehmen wir ja die Grundeinstellungen, wie das Wort schon sagt, vor. Gehe auf Einstellungen ändern und bewege mich herüber zur Schrift. Und hier sehen wir jetzt das neue Feld Google Web Fonts. Entweder wir verwenden sie, das nur in der Business-Version möglich ist oder eben nicht. Und danach darunter gibt es die grundsätzlichen Schrifteinstellungen. Aber als erstes eben hier Google Web Fonts. Wir sagen, wir möchten sie verwenden. Hier sehen wir jetzt die Lasche neu, also eine neue Schrift von Google Web Fonts hinzufügen. Ich öffne dieses Fenster und kopiere mir meine Diplomata SC, wie eben diese Schrift heißt, in dieses Feld. Und nun müssen wir bitte zweistufig vorgehen. Als erstes sagen wir Speichern und neu laden. Dadurch werden die Daten einfach aktualisiert und die Schrift wird in das System hereingeladen.
Wenn Sie jetzt eine weitere Schrift wählen möchten, gehen wir wieder auf Neue und Sie wählen den nächsten Google Webfonds herein. Ich sage mal, im Grunde genommen, mir reicht diese eine Schrift. Und jetzt muss ich noch, nachdem ich erst gesagt habe, Speichern und neu laden, gehe ich noch auf Speichern und Schließen. So, jetzt habe ich eine Änderung in meinem Design vorgenommen und muss auch noch hier sagen, ich übernehme diese Änderungen. Damit habe ich mehr oder minder bereits die Implementierung dieser Schriftart Diplomata SC in mein Design vorgenommen. Also diese Schrift steht mir jetzt im Grunde genommen im System schon zur Verfügung. Und jetzt möchte ich diese Schriftart, weil sie steht dem System zur Verfügung, für alle Schriftarten, wo ich jetzt designte Blöcke habe. Und jetzt sage ich, ich will einen Block Design bearbeiten. Ich wähle die Überschrift. Und sage hier jetzt, als Standardschriftart will ich nicht mehr die Vertana haben, sondern ich hätte gerne die Diplomata SC. Und wir sehen jetzt schon, diese Schriftart hat es in das System hereingespielt, sie steht zur Verfügung. Ich wähle jetzt als Schriftart 1, Standardschriftart, diese Diplomata SC aus. Als Schriftart 2, wie vorhin bereits gesagt, empfehlen wir, eine Standardschriftart zu wählen, dass falls diese Schriftart von einem Browser nicht gelesen werden kann, die Arealschrift verwendet wird. Auf diese Art und Weise kann man jetzt in jedem Schriftdesignblock vorgehen. Das heißt im Grunde genommen, diese Diplomata SC steht Ihnen jetzt in jedem Designblock, wo es um Schriften geht, zur Verfügung. Wenn Sie die Schrift in verschiedenen Farben haben möchten, dann legen Sie einfach mehrere Designs an. So, ich sage jetzt einfach einmal, ich speichere diese Änderung ab. Sage auch Änderungen übernehmen. Und ich gehe in den Bearbeitungsmodus. Jetzt kann es natürlich zu gewissen Überraschungen kommen, so wie jetzt funktioniert. Jetzt haben wir gesehen, stellt es gerade um. Speziell im Bearbeitungsmodus sind hin und wieder Probleme mit der Lesbarkeit dieser Google Webfonts gegeben. Aber Sie sehen jetzt, diese Überschrift hat die Schriftart von Webfonds Diplomata SC. Das heißt, Sie können jetzt im Grunde genommen in jedem Bereich Eingriffe vornehmen und die Schriftart von unseren Standardvorlagen, die wir drinnen haben, abändern und die Google Webfonds verwenden. Ich zeige Ihnen zum Beispiel hier einen Vorschlag. Nimmt von Tag zu Tag zu und es sind beinahe keine Grenzen mehr gesetzt. Als nächstes möchte ich das Fullpage-Hintergrundbild zeigen. Hier kann man nun eine Grafik im Body einfügen, sei es ein Bild, ein Farbverlauf, diverse Grafiken. Und diese Grafik erscheint immer, egal welche Bildschirmgröße, als Vollbild. Somit brauche ich mir keine Gedanken über den Übergang
von der Hintergrundgrafik auf die Hintergrundfarbe machen, speziell bezogen auf größere Bildschirme. Dadurch kann man auch sehr große Dateien verhindern, die ja beim Seitenaufruf zu Verzögerung führen. Dieses Hintergrundbild füllt immer das gesamte Browserfenster inklusive folger Details. Es gibt keine weißen Rahmen. Das Bild wird automatisch skaliert. Das Bild wird zentriert. Es gibt keinen Scrollbalken infolge der Größe des Hintergrundbildes. Und diese Bilder sind Cross-Browser-kompatibel, das heißt, sie funktionieren in den meisten Browsertypen. Jetzt in Folge bitte ich Sie nicht auf die Schönheit meiner Bilder einen Wert zu legen, sondern auf die Möglichkeiten, die es hier gibt. Ich gehe jetzt wieder unter Administration Layout Design und gehe als nächstes dann wieder in die Grundeinstellungen, denn die Einstellungen für den Body sind ja bei den Grundeinstellungen vorzunehmen. Bewege mich zum Body Tag und sage jetzt hier, ich will ein Hintergrundbild verwenden. Wähle ein Bild aus dem Ordner Webinar 16 und sage mal, ich nehme das Standardbild von Microsoft, den Sonnenuntergang. Dieses Bild hat eine Abmessung von 800 x 600 Pixel. Also es ist im Grunde genommen nicht sehr groß. Sage jetzt Full-Bild, also Full-Page-Hintergrund verwenden. Auch diese Option ist nur in der Business möglich. Und sage Speichern und Schließen. Somit sehen wir jetzt einmal im Design-Modus, es gibt da hinten eine Hintergrundbasis, ein Hintergrundbild. Sage Änderungen übernehmen. Schließe den Design-Modus. Und jetzt sehen wir im Grunde genommen, dass im Hintergrund des Auftrittes dieses Bild vorhanden ist. Ich verkleine mal ganz kurz diesen Bildschirmblock, ziehe das Bild auseinander und wir sehen jetzt im Grunde genommen, Sie sehen einen Teil des Bildes, weil der andere ist auf meinem zweiten Bildschirm, aber dieses Hintergrundbild wächst mit. Das heißt im Grunde genommen, egal wie groß der Bildschirm ist, Sie brauchen sich keine Gedanken mehr machen, wie schaut es im Hintergrund aus. Das Hintergrundbild ist wie wirklich im Full-Page-Modus sichtbar. So, jetzt gehe ich hier noch einmal zurück, abermals unter Administration leer. Bewege mich wieder in die Grundeinstellung. Sage jetzt beim Body Tag, ich hätte gerne einen Farbverlauf und nehme das nächste Bild, das ich vorbereitet habe, den Farbverlauf. Dieses Bild hat sage und schreibe eine Größe von 450 x 330 Pixel, also sehr, sehr klein. Verwende wiederum den Full-Page. Sage wieder Änderungen übernehmen. Gehe zurück in den Bearbeitungsmodus und wir sehen dahinter jetzt diesen Farbverlauf. Ich melde mich jetzt und spiele noch einmal das mit dem Farbverlauf. Und wie gesagt, bitte ich, Designpreis kriege ich sicherlich keinen, das ist mir klar. Aber ich will
Und als letztes möchte ich Ihnen noch eine Kleinigkeit zeigen, und zwar die Einstellung für besuchte Links. Auch das wurde im Zuge Anregung von Vertriebspartnern von uns aufgenommen. Und man kann dem System jetzt sagen, dass bereits besuchte Links einer Seite mit anders dargestellt werden. Ich melde mich dazu jetzt wieder im System. So, wir sehen hier, habe ich ein paar Links vorbereitet. Ich drücke diesen Link. Ich lande dann auf der Seite, wo der Link hinführt. Gehe wieder zurück auf die Startseite. Und der Link hat nach wie vor dieselbe Farbe. Also es hat sich hier nichts getan. Jetzt gehe ich in diesen Bearbeiten. Markiere mir diesen, sage Einstellungen bearbeiten. Den grünen Link will ich bearbeiten. So, und hier sehen wir jetzt ein neues Fenster. Schriftfarbe besuchte Visited Link. Und hier wähle ich jetzt einfach als Farbe mal eine Kontrastfarbe Rot aus und sage, das speichern wir. Nehme diese wieder herein, sage auch, als Standardlink soll das verwendet werden. Ich übernehme diese Änderungen. So, und jetzt sehen wir bereits, diesen Link habe ich vorhin besucht, er ist rot. Der zweite Link daneben, der ist nach wie vor unberührt, der ist grün. Somit können wir über diese Einstellung einen Link, wie gesagt, das war ein Anliegen von Vertriebspartnern von uns, dass man dies markieren kann. Sie werden im nächsten Webinar einen weiteren Einsatz von dieser Funktion Visited Links sehen. Da geht es nämlich dann unter anderem um die Sitemap, wo man eben speziell auch diese Funktion der Visited Links sehen sollte. Okay, ich hoffe, ich habe Ihnen heute wieder einige interessante Informationen geben können. Ich bedanke mich für die Teilnahme am Webinar und freue mich bereits auf das nächste Webinar. Auf Wiedersehen.